mache ich Vorträge. Scheiße. Und wenn ich Vorträge mache, dann geht es meistens um irgendwas viel BSD-spezifisches. Und ihr könnt das ganz einfach verhindern, dass ihr euch dieses Zeug immer anhören müsst, indem ihr selber was erzählt. Ja, ich habe den Vortrag gerade eben liebevoll zusammengeknüppelt. Ich hoffe, dass er so weit zusammenhängend ist, dass ihr versteht, was ich euch sagen möchte. Und er heißt so schön zu Gast bei FreeBSD. Und FreeBSD war bisher nicht sehr gastfreundlich. Es geht um Virtualisierung auf FreeBSD. Und FreeBSD ließ sich schon immer ganz gut virtualisieren. Aber FreeBSD als Virtualisierungslösung war immer so ein bisschen problematisch. Da gab es einmal die FreeSBJs, da gehe ich bloß ganz kurz drauf ein. Das ist OS-Level-Virtualisierung. Dann gibt es VirtualBox und ganz neu, und das ist der Grund, weswegen ich überhaupt darauf komme, jetzt mit FreeBSD 10 Beehive, den BSD-Hypervisor. Yeah. Aber fangen wir mal mit dem ältesten Kram an, nämlich mit den FreeBSD-Jails. Und das ist eigentlich ein Change-Root auf Steroiden. Den gibt es schon relativ lange, seit FreeBSD 4.0. Wir sind jetzt inzwischen bei FreeBSD 10. Und es ist einfach eine Möglichkeit, innerhalb des Rechners so kleine abgeschottete Bereiche zu schaffen, in denen man einfach Rootrechte vergeben kann, ohne dass man sich in die Quere kommt, dass sich die Prozesse in die Quere kommen. Eigentlich ist es ein Sicherheitsfeature und nicht so wirklich als Virtualisierung gedacht. Aber da so ein Jail eigentlich fast nicht von einem vollständigen System unterscheidbar ist, ist es doch wieder so eine Art Virtualisierung. Genau. Man sieht es kaum, aber das kaum ist jetzt rot hervorgehoben, weil es gibt natürlich doch Unterschiede. Dafür gehe ich gleich noch kurz ein. Das Coole an Jails ist erstmal, dass es im FreeBSD-Basissystem einfach drin ist. Man muss also nicht zusätzlich installieren. Es funktioniert einfach. Es ist relativ einfach einsetzbar. Es gibt gute Tools dafür, zum Beispiel von Erdgeist, die EasyJails, mit denen man einfach so Templates erstellen und erzeugen und starten kann. Es gibt die Möglichkeit, wie beim Change-Root auch so Service-Jails zu erstellen, in denen dann wirklich bloß einzelne Services laufen. Und es hat so ein bisschen einfach Change-Root-Semantik. Damit kann man sich das ganz gut vorstellen, wenn Change-Root halt einfach den Zugriff auf Teile des Dateisystems verhindert, Jails halt zusätzlich noch den Zugriff auf irgendwelche Prozesse, die außerhalb dieser Umgebung laufen. Und so ein Jail ist relativ einfach hergestellt. Das sind einfach ein paar Zeilen, die man da auf der Shell ausführen muss. Dann hat man irgendwie sich ein FreeBSD in irgendein Unterverzeichnis installiert und dann mit dem Jail-Befehl, den ich jetzt nicht darauf habe, weil der ein bisschen länger ist, kann man sich dann da rein begeben und dort Programme und Services starten. Nachteil ist, man hat keinen eigenen Kernel, man ist also an denselben Kernel wie das Host-System gebunden. Das heißt, es eignet sich schon mal nicht, um irgendwie neue Versionen auszuprobieren oder so. Bedeutet auch, dass man nur Änderungen am System sehr eingeschränkt vornehmen darf, weil wenn man das System ändert, ändert man das Host-System halt mit. Man darf nicht an der Device-Konfiguration rumspielen und man darf keine eigenen Dateisysteme mounten und so Geschichten. Was noch blöder ist, man hat keine eigene Netzwerkstack, das heißt, man hängt irgendwie auf dem IP-Alias mit drauf an der Netzwerkkarte des Systems. Das Host-System muss entsprechend konfiguriert sein, es darf halt kein Service laufen, der sich irgendwie auf alle möglichen IP-Adressen verbindet, weil das würde sich dann einfach mit dem in dem Jail laufenden System in die Quere kommen. Und man darf keinen eigenen Routing-Table, keine eigene IP-Konfiguration und man kann nicht mal pingen, weil WAR-Sockets und so Jails auch verboten sind. Das kann man zwar alles ändern, aber standardmäßig aus Sicherheitsgründen sehr aktiv. Und mit FreeBSD 8 seit 2009 gibt es auch die Möglichkeit, den Jails so einen Netzwerkstack zu virtualisieren. Das habe ich aber selber noch nicht ausprobiert und dann wird das Ganze auch schon wieder ein bisschen uncooler, weil dann muss man wieder einen speziellen Kernel haben und so Geschichten. Naja, aber es geht theoretisch. Dann die VirtualBox, die kennt jeder von euch vermutlich. Das ist eine relativ bekannte Lösung von Sun und jetzt von Oracle.
gehe ich nicht groß drauf ein. Ich habe bloß geschrieben, es ist relativ fett. Also wenn ich mir das installiere und in FreeBSD muss ich nicht, aber kompiliere ich die Ports in der Regel selber durch, dann bin ich erstmal eine Weile beschäftigt. Das funktioniert ganz gut, was erstaunlich ist. Oracle hat es noch nicht kaputt gemacht. Und es ist in den Ports verfügbar. Und es ist besser als das, was man vorher hatte, nämlich irgendwie so ein altes VMware 3, was man unter dem Linux-Simulator, ihr erinnert euch an meinen Vortrag über FreeBSD-Kompatibilitätsschichten, den ich hier mal gehalten habe, immer im Linux-Simulator laufen lassen konnte. Das war dann schon ziemlich krüppig. Aber, ihr merkt, ich arbeite auf den Höhepunkten. Jetzt gibt es Beehive, mit FreeBSD 10 ganz frisch dazugekommen. Blutende Kante, der BSD-Hypervisor hieß früher Beehive. So mit Groß-Kleinschreibung hat man sich zum Glück darauf geeinigt, dass man das als Klein schreibt. Das macht es nicht einfacher. Ist seit FreeBSD 10 im Basissystem, ist relativ klein, 250 Kilobyte Quellcode irgendwie. Das Hauptmodul hat so 1300 Lines of Code, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ist komplett neu implementiert, keine Altlasten, baut zu großen Teilen auf Hardware-Virtualisierung auf, deswegen braucht man auch einen relativ modernen Prozessor. Aber der Nachteil ist halt, es ist blutende Kante und deswegen hat es noch so ein paar Ecken und funktioniert nicht alles so richtig ganz elegant, aber es ist schon ganz cool. Wie gesagt, momentan nur Intel-Unterstützung mit den Virtualisierungserweiterungen VTX und EPT. An AMD-Unterstützung hier gearbeitet und man hofft, dass man das mit FreeBSD 10.1 soweit hat. Das wird man sehen. Und so die ganzen Sandy-Bridge, EV-Bridge-Sachen, die funktionieren. Also alles, was irgendwie ein I vorne dran hat, kann man damit benutzen. Man kann nur eine begrenzte Anzahl von Betriebssystemen damit virtualisieren. Erstaunlicherweise ist da ganz viel FreeBSD dabei. War natürlich das erste, was irgendwie funktioniert hat. Und inzwischen kann man auch irgendwie so ein AMD 64 Linux starten, wenn man irgendwie so einen Group Loader, so einen speziellen angepassten für Beehive verwendet. Das ist relativ einfach, also so ein bisschen Netzwerkkonfiguration, irgendwie so ein Tab-Device erstellen, Bridge machen und dann zwei Shell-Skripte starten und dann ist man in so einem virtualisierten FreeBSD drin. Das geht schon ganz elegant. Die erste Zeile da unten mit dem Minus I, die startet halt die Installation, erstellt ein Image. Dann läuft die Installation von dem ISO durch und die zweite Zeile bootet dann einfach in das System rein. Und ich habe jetzt in Linux nicht so viel Erfahrung, aber es wird immer der Vergleich mit KVM gezogen an der Stelle. Ich vermute, dass das so ganz ähnlich funktioniert. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich die Abschlussfolie vergessen. Stellt euch vor, da steht jetzt Ende. Fragen und vielen Dank. Also an Beehive wird sehr aktiv gearbeitet. NetApp fandet das irgendwie mit und ist ziemlich cooles kleines Projekt und immer wenn ich hier so rumsitze und ein Netzwerkkabel in meinem Laptop stecken habe, dann ist das wahrscheinlich deswegen, weil ich gerade mit Beehive rumspiele, weil die Bridge bei mir leider nicht mit dem WLAN funktioniert, weil da irgendwie die MAC-Adressen verworfen werden oder so, keine Ahnung. Man nennt das wohl den WLAN-Faktor.